Akan, wir sind hier beim Refugee Camp. Seit wann bist du heute hier? Seit 9:30 bin ich hier mit einigen Genossen hier vor Ort. Klaus Lederer, ich, Tom und andere aus dem Bundestag sind hier mit dabei. Wie geht's denn den Flüchtlingen und wie ist die Lage heute? Am 7. Tag des Hungerstreiks befinden sich die Flüchtlinge. 3 müssten in den letzten Tagen, auch gestern, notärztlich behandelt werden. Dementsprechend geht es denen natürlich auch sehr schlecht. Die dürfen hier keine Isomatten benutzen, die dürfen hier keine Schlafsäcke benutzen. Zelten dürfen sie hier auf diesem Platz nicht. Der Bezirksbürgermeister von den Sozialdemokraten, Herr Hanke, hat es ja deutlich gesagt, dass er so etwas in seinem Bezirk nicht dulden will. Ein Sondergenehmigungsantrag, der gestellt worden ist, wurde gestern auch von dem zuständigen Bezirksamt auch abgelehnt, sodass man hier sozusagen weder Zelt noch Schlafsäcke noch Matratzen benutzen darf. Das heißt, den Flüchtlingen ist es total kalt und dann kommen irgendwelche Staatssekretäre, die den Flüchtlingen für die Nacht Notunterkünfte zur Verfügung stellen, weil sie angeblich sich Sorgen um deren Gesundheit machen. Das ist sehr widersprüchlich. Heute war ja wieder Polizei in Aktion. Circa 50 Meter auf der linken Seite hat der Polizeisprecher redlich mit den Flüchtlingen sich unterhalten wollen, wissen wollen, was die Flüchtlinge tatsächlich wollen. Und auf der anderen Seite, circa 50 Meter rechts sozusagen, ist die Polizei mit circa 30 Mann gegen die Flüchtlinge vorgegangen. Wieder mal Regenschirme eingesammelt, wieder mal Matten eingesammelt, Stropor, wo auch drauf etwas stand, haben sie den Flüchtlingen weggenommen. Wie wir sehen, scheint wieder die Polizeibeamten hier vor Ort zu sein. Und das finden wir schrecklich. Ich will das nicht! In Hinterratzer der Polizei. Ich will das nicht! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Bitte halt ab! Hey, komm mal, komm mal, was?